So, ich begrüße Sie nun zu unserer siebten Vorlesung. Bevor ich jedoch anfange mit der Vorlesung, möchte ich Ihnen sagen, ich habe dieses eine Video auch wiedergefunden, was ich Ihnen vorhin schon zeigen wollte, als es noch um das Modelllernen ging. Und hoffe, dass ich das jetzt hier aktiviert kriege, wie man sozusagen Modelllernen auch aus positiver Sicht sehen kann. Mal sehen, ob der eine oder andere erkennt, was das ist. So, haben Sie erkannt, was das war? Was meinen Sie denn, was der Junge gesehen hat oder was der nachgeahmt hat? Der hat eine Rockband gesehen. Ja. Jetzt muss ich gleich noch was Neues einschalten. Ja, der hat eine Rockband gesehen und Sie haben also gesehen, dass dieses Kind, was also noch nicht mal 2 Jahre alt war, da tatsächlich also in den Bewegungen sozusagen dieses Tanzen nachgeahmt hat. Und so funktioniert natürlich auch Modelllernen und das ist dann schon auf einer etwas erfreulicheren Ebene als das Doll-Experiment von Ventura. Okay, so jetzt also zum Stress und zur Stressbewältigung. Ein Thema, in dem sich all diese Gedächtnisprozesse und Lernprozesse ebenfalls mit einbürgern und die also ganz wichtig sind, um überhaupt zu erkennen, wann wir in Stresssituationen geraten oder wann wir auch eine Stressverarbeitung schaffen können. So, zuerst einige Prüfungsfragen. Eine Person leidet unter Stress, der auch eine stark erhöhte Cortisolsekretion der Nebennierenrinde bewirkt. Welche Veränderung ist bei dieser Person durch die stark erhöhte Cortisolfreisetzung am wahrscheinlichsten zu erwarten? Ist es die Abnahme der Glukosekonzentration im Blutplasma? Ist es die Abnahme des Blutdrucks? Die Erhöhung der Skelettmuskelproteinsynthese? Die Veränderung der Immunfunktion? Die Verbesserung der Gedächtnisleistung? Zweite Prüfungsfrage. Stefan, Student im 6. Semester, leitet ein Tutorium für Erstsemester. Auf Prüfung angesprochen, sagt er, etwas Lampenfieber muss schon sein, um gute Leistung zu bringen. Zu viel Anspannung und Angst sollte vermieden werden. Welche Bezeichnung trifft für den von Stefan geschilderten psychophysiologischen Zusammenhang zwischen Aktivation und Leistung am besten zu? A. Hawson Effect, B. Locus of Control, Premack Prinzip, D. Stressmodell von Henry oder E. Jörg-Statzen-Regel. So, diese zwei Fragen sollen uns begleiten und mal sehen, ob wir die auch wieder, so wie die anderen Fragen, so gut beantworten können. Ein wichtiges Thema in der Medizin ist das zentrale Konzept für das Zusammenspiel von Körper und Psyche, also das Erleben und Verhalten. Und wie wir schon in den vorhergehenden Vorlesungen gehört haben, ist Stress eines der wichtigsten Ursachen für die Entstehung und den Verlauf für Erkrankungen. Außerdem gibt es eine große Zunahme und Verbreitung von stressbedingten Erkrankungen, vor allen Dingen im beruflichen Bereich.
Und des Weiteren weiß man auch, dass der Umgang mit Stress, Stichwort Coping, also ganz aktive Verarbeitung, eine wichtige Fähigkeit ist, um sozusagen der Entstehung von Erkrankungen vorzubeugen, um sein eigenes Glücklichsein auch zu bewahren, um seine Lebenszufriedenheit und Lebensqualität zu erhalten. Was ist nun eigentlich Stress? Ist Stress eine Anspannung oder ist das mehr? Ist Stress auch der Versuch unseres Körpers, sich an wechselnde Bedingungen anzupassen? Wie könnte man Stress definieren? Stress in der Alltagssprache bedeutet, der stresst mich. Ja? Also irgendein Fakt oder irgendeine Person oder was auch immer, der stresst mich. Oder über eine Person, die macht sich immer so einen Stress. Ja? Oder ich bin total gestresst. Das ist so der Begriff Stress in der Alltagssprache. Wenn man aber jetzt den Stress mehr unter wissenschaftlichem Aspekt sieht, dann hat es also doch verschiedene Gesichter. Wir haben zum Beispiel erstmal die Auslöser, die Stressoren. Darunter versteht man die externen Anforderungen und auch die internalen Belastungen. Also externe Anforderungen sind zum Beispiel eine große Menge von Stoff für sich zu erarbeiten und das rechtzeitig zu der Prüfung eben halt präsentieren zu können. Eine internale Belastung ist, wenn Menschen Selbstzweifel haben oder wenn Menschen unter Ängsten leiden, aufgrund vielleicht von bestimmten Grundeinstellungen, dass sie eben meinen, sie müssten immer der Beste sein und das natürlich nur schwer oder nur selten zu erfüllen ist. Oder auch Menschen, die öfters mal traurig werden, wenn irgendwas nicht so geschehen kann, wie sie es eigentlich erwartet haben oder wie auch viele andere es erwartet haben und dann eben mit Traurigkeit statt mit Wut reagieren. Das können Stressoren sein, können Auslöser sein für bestimmte Erkrankungen. Externe Stressoren für also schwerwiegende Erkrankungen, wie die chronischen Erkrankungen sind, sind vor allen Dingen auch in ihrer Macht, in ihrer Gewalttätigkeit besonders stark. Ja, ich habe in einer der Vorlesungen berichtet von einer Patientin mit entzündlich-rheumatischer Erkrankung, der sogenannten Rheumatoidenarthritis, die ein Vierteljahr, nachdem sie ihren Sohn durch Verkehrsunfall verloren hat, diese Erkrankung entwickelt hat. Ja. Oder es gab Erbschaftsstreitigkeiten massiven Ausmaßes. Einer der Familienmitglieder zeigte starkes soziopathisches Verhalten. Ein weiteres Familienmitglied hat sich das Leben genommen, hat sich suizidiert. Und die Patientin, die zu uns kommt, entwickelte eine sogenannte Polymyalgia rheumatica. Ja, also ein entzündliches, muskuläres Rheuma, was also sehr schmerzhaft ist und auch sehr beeinträchtigend sein kann. Diese externen Anforderungen spielen eine große Rolle und nicht immer können wir sagen, dass externe Anforderungen zu bewältigen sind. Ne, wir wissen, dass bei Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, das gibt Dinge, die kann man nicht verarbeiten, die kann man nur verschließen oder versuchen, nicht mehr daran zu denken und das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Wenn man jetzt sieht, was die Auswirkungen sind, dann haben wir wieder diese Stressreaktion, ähnlich wie wir es aus dem Sorgschema kennen, bei der Reaktion physiologisch, kognitiv, emotional, Verhalten, haben wir jetzt auch hier wieder biologisch das Erleben, die Kognition, die Emotion und das Verhalten. Und wir sehen dann eben auch die Reaktion, wie der Mensch das wahrnimmt, dass die Stresssituation, wie er sie bewertet und wie er sie gegebenenfalls auch bewältigt. So, nun ist die im Unterschied zur Alltagssprache Stress, wo man einfach nur sagt, ach, ich bin total gestresst, ja, ist nun die Frage, und man meint damit, ja, das ist jetzt einfach eine schwierige Situation, viel Zeitdruck, viel Leistungsdruck und. Sagt aber die Psychologie oder die Psychophysiologie, also die Forschung, die sozusagen die physiologischen Vorgänge in Stresssituationen sich ansieht, dass es nicht der Auslöser ist, der uns den Stress macht. Ja, und das wollen wir uns mal genauer angucken.
Wir haben hier also eine gewisse Forschungstradition. Angefangen hat das Ganze schon 1963 mit Selye, der über das sogenannte allgemeine Adaptationssyndrom gesprochen hat. Und in diesem allgemeinen Adaptationssyndrom ist er davon ausgegangen, dass Stress eine generelle physiologische Reaktion hervorruft. Ja. Zum Beispiel in dem Sinne, dass es sich wie um Kampf oder Flucht handelt, ja, wenn sozusagen die Gefahr droht, also angesichts der Gefahr entscheidet der Mensch, ob er im Kampf oder Flucht hier ist. Interessanterweise wurde damals eine Studie durchgeführt zu primären grundlegenden genetischen Reaktionen, und zwar wurden in der Charité Kaninchen und Löwen untersucht bezüglich der Angst vor dem weißen Kittel. Diese Angst vor dem weißen Kittel wurde klassisch konditioniert, können Sie sich vorstellen, mit einem lauten Knall. So, und wie reagierten die? So, während die Kaninchen in Todesstarre fielen, also sozusagen gar nichts mehr taten und völlig starr wurden, fingen die Löwen an zu brüllen. So, und nun hat man sich also das angeguckt, wie unterschiedlich sozusagen die Tiere darauf reagiert hatten, und ist eben zu der Auffassung gekommen, dass es eine gewisse genetische Bereitschaft gibt, wie man in einer Gefahrensituation reagiert. Ob man also sozusagen stillhält und eben im wahrsten Sinne des Wortes wie das Kaninchen reagiert, ja, oder ob man in den Kampf zieht und brüllt wie ein Löwe und versucht sozusagen die Gefahr zu bannen. So, Selye hat aus diesen Gründen auch hier von einer generellen physischen Aktivierung gesprochen und interpretierte oder definierte Stress als generelle Aktivierung und definierte folgende Phasen. Nach einer Alarmreaktion, wo es zu einer sympathischen Erregung kommt und zu einer erhöhten Konzentration von Stresshormonen wie zum Beispiel Cortisol oder auch ACTH, folgt die Widerstandsphase, wo sozusagen der Körper den Zuckerstoffwechsel erhöht, wo man eine gesteigerte Empfindlichkeit der Gefäßmuskulatur für Noradrenalin und Adrenalin bekommt. Es kommt zur Dämpfung der Schilddrüsen- und Sexualfunktion. Und diese Widerstandsphase klingt ab durch die Erschöpfungsphase, in der der Zusammenbruch von Reproduktions- und Wachstumsfunktionen sowie auch von der Infektabwehr zu sehen ist und eigentlich nur noch eine kurzzeitige Energiemobilisierung möglich ist. Es kommt hier zur Vergrößerung der Nebennieren und sogar kann es dazu kommen, dass sich Magengeschwüre bilden. So, diesen Kreislauf, also von Alarm, Widerstand, Erschöpfung oder diesen Verlauf, haben Sie sicherlich selber schon kennengelernt und haben sicherlich auch schon gemerkt, dass Sie nach einer Stressphase vielleicht auch mit einem Infekt reagiert haben oder von Patienten gehört, dass eigentlich vielen ernstzunehmenden Erkrankungen ein großer Stress vorherging, ja, so vorausging. Und nun stellt sich natürlich die Frage, warum sind denn aber manche Menschen, reagieren sie so, dass sie krank werden und andere Menschen werden nicht krank? Und da gab es je diese Antwort, dass er sagte, es hängt ab von der Länge der der Widerstandsphase. Das heißt, umso länger sozusagen der Mensch immer wieder sich in dieser Widerstandsphase befindet, ja, umso kürzer werden diese Erholungs- oder Erschöpfungsphasen. Das heißt, der Körper kann sich nicht mehr regenerieren und dann kommt es zu einer Sollwertverstellung von bestimmten Reaktionen an den Rezeptoren, bestimmten Reaktionen, was die Hormonproduktion anbetrifft, und der Körper lernt, anders zu reagieren, als er es tut, wenn er bestimmte Prozesse hemmen kann, mit dem Ziel sozusagen wieder in den entspannten Zustand zu kommen. So, das ist sozusagen der Beginn gewesen der Stressforschung. Nun ist dem wurde gefolgt die Theorie des Konzeptes der autonomen Stressreaktion von Lacey und Lacey im Jahre 1958, auf der heute noch
psychophysiologische Forschung basiert. Und zwar geht man davon aus, dass jeder Mensch mindestens ein Organsystem besitzt, was besonders sensibel in Stresssituationen reagiert. Ja, das kann bei dem einen die Muskulatur sein, der wird dann, wenn er viel sitzt, irgendwie Muskelschmerzen, also Schulterschmerzen oder so bekommen. Das kann beim anderen der Blutdruck sein, dass da der Blutdruck immer gleich hoch geht. Da besteht dann das Risiko, dass dieserjenige eine Hypertonie entwickelt, also einen Bluthochdruck und vielleicht auch einen Infarkt später, wenn das lang genug, wie gesagt, aktiviert wird, dieses System. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein, dass derjenige in Stresssituationen mit dem Blutdruckabfall reagiert und dann eine chronische Hypotonie bekommt, die ja zumindest den Vorteil hat, dass man nicht dran stirbt, aber man fühlt sich dabei nicht so gut. Ja, es kann auch sowas sein, dass jemand mit der Haut reagiert und dann einen hohen Hautleitwert, also hohes Schwitzen präsentiert, was meistens mit vermehrter Allergiebereitschaft oder erhöhter Allergiebereitschaft einhergeht. Ja, so hat sozusagen besteht die Möglichkeit, dass ein Organsystem besonders sensibel reagiert und wenn es eben besonders häufig gebraucht wird und eben diese Erholungsphasen nicht ausreichend mehr gegeben sind, besteht die Gefahr, dass dieses Organsystem erkrankt. Ja, so wurde schon 1958 erklärt, wie Stress auf den Organismus wirken kann. Und wir sehen diese Annahme auch bestätigt in einigen Krankheitsbildern. Hier zum Beispiel haben wir eine sehr schöne Untersuchung, die ist zwar schon ein bisschen älter, aber die ist sehr hochwertig und deswegen wollte ich die gerne Ihnen präsentieren. Und zwar ist diese Untersuchung von Kollegen aus Tübingen, der Hertha Flor, damals durchgeführt worden. Und hier wurden gesunde Menschen, Menschen, die unter chronischen Rückenschmerzen leiden und eine Gruppe von unterschiedlichen Schmerzerkrankungen, also Schulter-Arm-Syndrom, Gesichtsschmerz, ja, ganz unterschiedlich, aber nicht inflammatorisch, also nicht entzündlich, gebeten, vier verschiedene Dinge zu tun. Einmal das Alphabet rückwärts aufzusagen, das müssen Sie mal probieren, das ist ein echter Lacher. Ja, so. Dann über eine große oder stärkere Schmerzsituation zu sprechen oder die zu erinnern. Dann Kopfrechenaufgaben, was im heutigen Zeitalter des Computers doch eine immer wieder beeindruckende Stresssituation darstellt. Und als vierte Aufgabe über einen Stresszustand zu sprechen, der noch heute belastend ist, wenn man daran denkt. So, und während dieser Zeit wurden physiologische Reaktionen abgegriffen, und zwar das Oberflächen-EMG. Das ist dann meistens so, dass das so eine Oberflächenelektroden sind, die am Trapezius fixiert werden mit einem Klebchen und dadurch wird besonders gut die Spannung der Muskulatur gemessen. Ja? Man geht also bei der psychophysiologischen Forschung nicht so sehr vor, dass man jetzt mit Nadeln arbeitet oder versucht, Blut abzunehmen, sondern primär erstmal nur so an der Oberfläche des Körpers arbeitet. Und da ist eben eine Möglichkeit des Oberflächen-EMG. So, und was sehen wir jetzt hier? Wir sehen, dass solche Stresssituationen wie das Alphabet aufzusagen für alle drei Gruppen nicht gerade sehr stark die Muskelanspannung erhöhten. Ebenso ist Kopfrechenaufgaben auch nicht unbedingt so sehr stressvoll. Es ist zwar für diese chronische Rückenschmerzgruppe noch stressiger als für die anderen, aber es entspricht nicht dem Ausmaß an Muskelanspannung, wie wir es hier sehen, wenn die Patienten über ihren Schmerz oder über einen Stresszustand sprechen. So, und da ist sehr schön dieser Zusammenhang zu sehen. Das reicht, wenn der Patient nur an den Schmerz denkt, ja, und ihn erinnert. Und wir sprechen hier für einen Zeitraum von 4 Minuten, ja, nicht 20 Minuten oder so, sondern 4 Minuten, geht die Muskelentspannung automatisch hoch. Und das ist einer dieser Zusammenhänge, die in diesem Konzept von Lacey und Lacey aus dem Jahre 1958, also dem Konzept der autonomen Individualität, Reaktionsindividualität, gezeigt wurde. Dann reicht es schon, wenn der Patient an den Stresszustand, an den Schmerzzustand denkt und die Muskelentspannung geht hoch. Ja? Und damit natürlich, wenn die Muskelentspannung hochgeht, ist die Durchblutung nicht mehr so gut gewährleistet. Es kommt also zu Sauerstoffverlust in der Muskulatur, es kommt zu Krampfpotenzial und damit wieder zu mehr Schmerzen.
Ja, so und so ist der Zusammenhang zu sehen, wie sozusagen ein bestimmtes Verhalten, nämlich übermäßige Muskelanspannung, eine Erkrankung wie den Rückenschmerz zum Beispiel vorhersagen kann. So, was sind nun andere Mechanismen, psychobiologische Mechanismen, die zum Beispiel die Schiene des Sympathikus und die Nebennierenrinden, das Nebennierenrindenmark betreffen? Da haben wir also den Hypothalamus, das heißt also irgendeinen spezifischen Stressgedanken, der den Hypothalamus aktiviert, der führt dazu, dass der Spinalnerv, also der Sympathikus, aktiviert wird und vom Spinalnerven her, wie Sie ja wissen, gehen dann verschiedene Aktivierungen zu den verschiedensten inneren Organen. Mediiert durch die Adrenalin- und Noradrenalinproduktion, die vor allen Dingen von der Nebennierenrinde geleistet wird. So, und wenn jetzt sozusagen jemand diese Fähigkeit, kann man kaum sagen, oder das Risikoverhalten hat, dass er in Stresssituationen mit erhöhter Magensäureproduktion reagiert, dann können Sie sich schon vorstellen, wenn er des Öfteren mal in verschiedene Stresssituationen gerät, dann wird er irgendwann sicherlich eine Reizung der Schleimhäute haben und dann auch vielleicht irgendwann ein Geschwür. Ja, so ein Magengeschwür. Und so kann das eben funktionieren mit den verschiedensten anderen Organen, die wir haben. Ja, ob es nun der Darm ist, ja, manche Patienten reagieren mit Verstopfung, andere reagieren mit Durchfall in Stresssituationen, wieder andere kriegen Blasenentzündung in Stresssituationen oder die sexuelle Erregbarkeit ist nicht mehr gewährleistet. Es gibt auch Atembeschwerden in der Lunge oder dass jemand so eine immunologische Reaktion entwickelt, die sich vor allen Dingen an den Speichel- und Drehendrüsen abspielt, sodass also die Feuchtigkeit der Haut nicht mehr gewährleistet wird, weil eben die Drüsen sich entzünden und dann eben halt die Drüsen und das Auge und so weiter beeinflussen. Bis hin natürlich dann zu den schweren Erkrankungen, wenn das Immunsystem einmal betroffen ist, dass dann darüber entschieden wird, je nach Veranlagung, ob es eher mit Reduktion der Aktivität des Immunsystems oder mit Zunahme der Aktivität des Immunsystems reagiert. Ne? Und wenn es eben eine Zunahme ist, dann besteht die Gefahr von zum Beispiel Psoriasis vulgaris, also einer Hauterkrankung oder allergischen Erkrankungen oder auch den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Wenn es eine Abnahme der Aktivität des Immunsystems ist, dann kann es ein Infekt sein. Es kann aber auch schlimmer sein im Sinne von Karzinomerkrankung oder Tumorerkrankung. Ja, so. Und so kann man sehen, dass im Prinzip eine übermäßige Sympathikusaktivität dazu führt, dass diese Organe je nach Veranlagung besonders stark aktiviert werden, besonders stark genutzt werden und damit im Risiko sind, sich sozusagen zu erkranken. So, ganz konkret sieht das so aus, dass nachdem der Mensch also durch einen bestimmten Gedanken in die Stresssituation kommt, eine Hypothalamusaktivierung erfährt und die Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse, das ACTH produziert. Das ACTH gibt dann die Information weiter an die Nebennierenrinde und die Nebennierenrinde produziert das Cortisol. Dieses gibt dann ein negatives Feedback. Genügend Cortisol ist produziert und die Hirnanhangdrüse entscheidet, die ACTH-Produktion zu stoppen. Das ist die normale, die gesunde, die physiologische Stressreaktion. Ja? Wenn jetzt aber die Nebennierenrinde diese Informationen nicht ausreichend erhält aus bestimmten Problemen, die sich zentralnervös abspielen, dann kann es dazu kommen, dass die Nebenniere entweder zu wenig Cortisol produziert oder dass das Gehirn nicht das negative Feedback erhält und damit das ACTH immer weiter produziert. Und dann haben wir einen Zustand, den wir bei vielen chronischen Erkrankungen haben, dass sozusagen übermäßig viel ACTH produziert wird, aber zu wenig Cortisol.
Ja, und dieses Cortisol ist aber wiederum zuständig dafür, bestimmte Aktivierungsprozesse im Körper zu starten, wie zum Beispiel auch ist es zuständig, welche sensorische Schwelle ich empfinde. Ja? Und wenn also der chronische Schmerzpatient in Stresssituationen nicht mehr in der Lage ist, das Cortisol zu produzieren in ausreichendem Maße, wird seine Schwelle, seine Schmerzschwelle sehr niedrig sein und er wird immer weiter, immer stärker den Schmerz empfinden. Ja. Parallel dazu hat er aber diese übermäßige ACTH-Produktion, was dazu führt, dass er sich in einem ständigen Erregungszustand befindet. Ja. Können Sie sich so in etwa vorstellen, wie sich der Mensch dann fühlt? Ja? Also sozusagen zentral nervös übererregt und der Körper kommt irgendwie nicht mit, der reagiert nicht richtig. Ja. So, und diese Disbalance ist dann das, was wir aus inhaltlichen Gründen als Krankheit bezeichnen, weil hier sind bestimmte gesunde Hemmungsprozesse, wie der, den ich vorhin sagte, ne? Erhöhung ACTH führt zur Erhöhung des Cortisols, es gibt ein negatives Feedback, ACTH wird gestoppt, Cortisol kann gestoppt werden und wir sind wieder in der Entspannung. Genau das funktioniert dann nicht mehr. Ja, und das ist dann der Grund, wenn das nicht funktioniert, dass es eben wirklich chronisch werden kann und auch exazerbieren, also sich verschlimmern kann. So, wenn wir uns das jetzt angucken, wie das miteinander im Zusammenhang steht, zum Beispiel zwischen dem Herz und dem Hirn, dann sehen wir einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Aktivität des Herzens und der Aktivität des Gehirns. Und da kommen wir wieder auf das zurück, was ich vorhin schon angedeutet habe, als ich Ihnen von der Erkenntnis über die Barorezeptoren in der Karottes berichtet habe. Ja? Unser kardiovaskuläres System hat einen sehr, sehr klugen Mechanismus. Wenn man aus gewissen Erregungsgründen, ob nun physischer Stress oder psychischer Stress, eine zu hohe Herzrate, einen zu hohen Puls hat, dann registrieren das die Barorezeptoren, geben ihre Aktionspotenziale an den NTS, den Nucleus Tractus Solitarius, an den Vagusnerv, und der Vagusnerv wiederum führt zur Reduktion ARS, das ist also ein System, was dafür zuständig ist, ob der Sympathikus aktiviert wird. Das heißt, es kommt in dem Moment zur Deaktivierung des Sympathikus und damit geht der Blutdruck wieder runter. Ja? So, wenn der zu weit unten ist, es wieder sozusagen Veränderungen benötigt, werden wieder die Barorezeptoren aktiviert und so haben wir ein ständiges Hoch und Runter. Das heißt, es ist normal, dass wir Schwankungen im Blutdruck haben. Das macht sozusagen unsere Lebendigkeit aus. Ja. Und das Interessante ist, dass dieser Zusammenhang des Herz-Hirn-Systems nicht ausschließlich sich auf kardiovaskuläre Erkrankungen beschränkt, sondern auch bei Schmerzerkrankungen, bei Diabetes, bei Schlaferkrankungen eine Rolle spielt. Hier haben wir das mal abgebildet, und zwar habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht, wo Naturvölker sich diesem alten Mechanismus schon lange bedienen. Und das ist hochinteressant. Die Naturvölker haben ja einen anderen Umgang mit Schmerzen und die können also durch Pressen oder Ziehen dieser Barorezeptoren erzielen, dass der Mensch regelrecht schmerzfrei wird und, wie beschrieben wird, sogar Operationen ohne zusätzliche Medikamente durchführen und der Mensch überlebt sogar diese Operationen. Ja? Also weil die das schaffen, durch das Stretchen dieser Barorezeptoren den Nervus Vagus derartig zu aktivieren, dass der Mensch den Schmerz nicht so stark empfindet oder gar nicht empfindet. Ja? So, und wenn wir wissen, wie wir jetzt in der letzten Vorlesung uns schon angeguckt haben, dass der Schmerz aufrechterhalten wird, also als wir über die klassische Konditionierung gesprochen haben, weil neutrale Ereignisse mit Schmerz verknüpft werden, dann ist es ganz, und diese Bewegung eben Angst- und Blutdruckanstieg auslösen, dann ist eine der Behandlungsformen die Entspannung. Und diese Entspannung kann über diesen eben beschriebenen Mechanismus der Aktivierung der Barorezeptoren ausgelöst werden. Nun ist aber die Schwierigkeit,
dass nicht alle Menschen darauf reagieren. So wie schon Lacey und Lacey sagten, dass Menschen, je nachdem welches ihrer Funktionssysteme besonders sensibel auf Stress reagiert, können wir also unterschiedliche Reaktionsmuster finden. Wir haben zum Beispiel hier ein hypotones Muster. Das heißt, da zeigen Menschen eine überdurchschnittlich niedrige Blutdruckreaktion in Stresssituationen. Hier wiederum ein sogenanntes pseudomotorisches Muster, zeigen sie eine übermäßig hohe Reaktion des SCL. Der SCL heißt Skin Conductance Level, also Hautleitwert. Dann in einer anderen Subgruppe findet sich ein hypertones Muster, das heißt, die Herzrate, der systolische und diastolische Blutdruck sind erhöht in Stresssituationen. Und ein weiteres Muster, wo Menschen eher ein stark erhöhtes EMG, also eine erhöhte Muskelanspannung zeigen. So, und diese verschiedenen Muster folgen natürlich verschiedenen sogenannten Pathways, also unterschiedlichen Mechanismen, die für die Krankheitsentstehung dann zuständig sind. Das eben beschriebene oder der eben beschriebene Mechanismus der Baroreflexsensitivität ist entscheidend für das hypertone Reaktionsmuster. Das heißt also, dass Menschen, die zum Beispiel einen hohen Blutdruck entwickeln können, auch damit in der Lage sind, ihre Barorezeptoren in besonderer Form zu beeinflussen. Solange sie gesund sind und nur sozusagen in Stresssituationen kommen, ist es so, dass es eine sogenannte inverse Beziehung gibt zwischen ihrem Ruheblutdruck und zum Beispiel einem applizierten Schmerzreiz. Ja, das können Sie an sich selber beobachten, wenn Sie zum Beispiel, was ich nicht hoffe, dass Ihnen das oft passiert, sich mal den Finger in der Tür klemmen, ja, dann wird in dem Moment, oder sich irgendwo stoßen oder weiß der Kuckuck vom Fahrrad fallen, ja, dann wird in dem Moment Ihr Blutdruck so richtig hochgehen, ja, der Baroreflex wird angeregt, ja, der NTS wird aktiviert und der Schmerz wird nachlassen. Ja, so, das heißt also eine inverse Beziehung, Blutdruckanstieg, Schmerz runter. Bei Leuten, die in der Lage sind, ihren Blutdruck in Stresssituationen zu aktivieren. Ja. So, und diese inverse Beziehung ist auch gegeben zwischen dem Baroreflex und der akuten Schmerzsensitivität. Das heißt also, umso höher oder umso besser dieser Baroreflex arbeitet oder aktiv ist, umso geringer empfinden wir den Schmerz. Und damit weiß man, dass eine erhöhte Baroreflex-Sensitivität auch ein Ausdruck ist von sowohl deszendierender spinaler als auch supraspinaler Schmerzhemmung. Das heißt also, der Schmerzhemmung, die über den Spinaltrakt läuft, über dieses Hinterhornneuron, über das uns vorhin der Ziegel-Ginsberger informiert hat. Ja, so, das war ja nun isoliert, aber hier in dem Falle sprechen wir ja vom gesamten Organismus und da wissen wir eben, dass da schon Schmerzhemmung erfolgen kann, in Abhängigkeit davon, wie hoch der Baroreflex aktiv ist. So, das heißt also, wir haben hier bei dem Menschen, bei dem gesunden Menschen, einen antinozizeptiven Effekt von Stress. Ganz anders sieht es dann aus, wenn die Menschen krank geworden sind. Wir sehen Patienten, die Situationen, wo wir bestimmte Punkte an ihnen prüfen müssen, sogenannte Tender Points, dass sie extrem schmerzempfindlich darauf reagieren, auch weinen und sehr stark unter Schmerz leiden, was andere vielleicht den Schmerz mit 3 oder 4 bewerten sie dort mit 7 bis 8. Ja? Und diese Menschen Menschen, die oftmals eben halt eine Hypertonie aufweisen oder beziehungsweise eine besonders starke Blutdruckreaktion in Stresssituationen und zugleich eine hohe Schmerzintensität und eine hohe Beeinträchtigung und sowie eine geringe Aktivität und vermehrtes Schmerzverhalten. Da haben wir uns natürlich gefragt, wie kann denn sowas sein? Das müsste doch genau umgedreht sein. Wenn die so einen hohen Blutdruck aufweisen, dürften die doch gar keinen Schmerz wirklich empfinden. Ja? Wir wissen es auch von unseren Hypertonikern, dass da eher eine reduzierte Schmerzempfindung ist. Aber in der Schmerzerkrankung hat sich eben hier genau dieser inverse Mechanismus verändert.
Ja, der ist sozusagen gestört, und zwar in dem Sinne, dass umso höher der Blutdruck ist, auch so umso höher ist der Schmerz. Ja? So, und verantwortlich dafür sind diese Rezeptoren. Ja? Und zwar ist da auch wieder ein Lernen passiert im Sinne der Operandenkonditionierung der Barorezeptoren. Und zwar kann man sich das so vorstellen, die Menschen haben in diesen Dauerstresssituationen ihren Blutdruck erhöht, der blieb permanent oben. Die Barorezeptoren, die nur auf die Veränderung des Blutdrucks reagieren, reagieren dann nicht mehr. Sie lernen sozusagen, dass kein Druck mehr kommt, ja, keine Druckveränderungen mehr kommen. Und in dem Moment kommt es zu einer Desensitivierung der Barorezeptoren, und damit fehlt die Weitergabe an das Stammhirn, an diesen NTS, der sozusagen die Schmerzhemmung auslösen kann. Und damit wird der Schmerz immer stärker und der Blutdruck immer höher. Ja, Sie sollten wissen, dass der NTS ein Kern ist, der verantwortlich dafür ist, dass verschiedene Funktionen im Körper reguliert werden. Es wird der Schlaf reguliert, es wird der Blutdruck reguliert, es wird der Blutzucker reguliert und es wird auch der Schmerz reguliert. Ja, und in dem Moment, wo der nicht mehr aktiviert wird, ja, können diese Funktionen nicht mehr verbessert werden, nicht mehr reguliert werden. Ja, und verantwortlich sind dafür dann die Barorezeptoren. Wie wir es hier sehen, haben wir Ihnen ein Bild mitgebracht, dass bei Patienten, die eine chronische Schmerzerkrankung haben, signifikant geringere Baroreflexsensitivität aufweisen als die Gesunden. Und wenn man jetzt auch sieht, wie die Hirnantwort aussieht, das ist hier eine Abbildung aus dem funktionalen EEG, dann sehen Sie in der gelben Linie die Kurve der Patienten, und in der schwarzen Linie die Kurve der Gesunden. Diese hier gestrichelte Linie ist die Reizgabe. Es wurde den Patienten ein Reiz gegeben, der 75% der Toleranz entsprach. Also Toleranz ist immer das, was Sie gerade noch so aushalten können, und davon 75%. Und Sie sehen, in den ersten 100 bis 150 Millisekunden zeigen die Patienten eine geringere Aktivität als die Gesunden. Das heißt, das Gehirn bekommt zu wenig Information aus der Peripherie. Deswegen kann es sich nicht aktivieren und deswegen kann es den Schmerz nicht hemmen. Ja? Und dann gibt es aber gleich noch einen zweiten Effekt. Wenn man sich jetzt hier die späten Komponenten anguckt, 260 bis 400 Millisekunden, sind die Gesunden, zeigen eine geringere Aktivität als die Patienten. So, die späteren Komponenten im EEG weisen darauf hin, dass sich Kognition und Emotionen aktiviert haben. Die frühen Komponenten, dass sich Aufmerksamkeit und sensorische Komponenten des Symptoms aktiviert haben. Das heißt also, während sozusagen das Gehirn zu wenig Informationen am Anfang bekommt, scheint es dann später eigenständig Effekte Aktivitäten zu entwickeln, so ähnlich wie Phantomaktivitäten, die im ganzen Kompendium des Schmerzes, was ja aus, wie ich heute früh schon sagte, Sensorik, Emotionen, Kognition, Verhalten sich zusammensetzt, sozusagen die Aktivität erhöht und damit den Schmerz erhöht. Ja? So, und das ist passiert eben dahingehend, dass eben der Baroreflex zu wenig gering ausgebildet ist. Und wir sehen auch, wenn wir uns hier die Köpfe angucken, dass ganz unterschiedliche Aktivierungen sind. Also während hier beim Gesunden der somatosensorische Kortex besonders stark aktiviert ist, der primäre und sekundäre, zeigt sich hier fast keine Aktivierung und dafür aber eher Bereiche, die dann in den tiefer liegenden Schichten für die emotionalen für die emotionalen Zentren sprechen. So, wie ist das jetzt zu erklären? Also wie funktioniert das im Einzelnen? Es ist also so, dass nach Aktivierung der Barorezeptoren der rostrale Teil der Reticula Formatio aktiviert wird als Kopf des autonomen Nervensystems. Der wiederum gibt seine Signale an den Hypothalamus weiter
Und dieser wiederum aktiviert, gibt seine Signale weiter an den lateralpräfrontalen Kortex und an die Insula. Und die Insula ist ja im Prinzip das System in unserem Gehirn, was die Verschaltung ist, deswegen Insel, zwischen Emotionen, Kognition und physiologischen Reaktionen. Ja? So, und da schließt sich dann der Kreis, wie sozusagen durch die Aktivierung nur dieser kleinen Rezeptoren hier ein ganzes Konzert sozusagen im Gehirn ausgelöst werden kann, sodass an verschiedenen Stellen angesetzt wird. Ne? Also Sie sehen hier die Reticula formatio ist also mehr für die vegetativen Sachen zuständig. Der Hypothalamus ist für die sensorischen, der lateralpräfrontale Kortex für Kognition und für die Aktivierung des ACC als Emotion und dann die Insula, die sozusagen das verbindet und dann die Aktivierung oder Deaktivierung bestimmter vegetativer Funktionen in der Peripherie mit beeinflusst. Das heißt also, die Hemmung des Schmerzes, so muss man das konstatieren, wenn man sieht, wie diese Barorezeptoren lernen können oder verlernen können, wird also beeinflusst durch klassische und operante Konditionierung. Ja, und zwar auf physiologischer Ebene und wird durch die sich erhöhende Baroreflex-Sensitivität vermittelt, wie die Kollegen aus Konstanz nachweisen konnten. So, wie wirkt sich nun der Stress auf die Gesundheit aus? Also wie kann der Stress zu wirklichen Gesundheitsschädigungen führen? Wie kann er sozusagen kardiovaskuläre Erkrankungen hervorrufen, Immunerkrankungen, Depressionen, Beschwerden des Magen-Darm-Traktes? Wir haben also, wie wir einmal schon gehört haben, die biologischen Risiken über die Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen neben ihren Rindenachse als Dysregulation. Wir haben das Problem des Hyper- oder Hypokortisolismus, zum Beispiel wenn Patienten unter posttraumatischer Belastungsstörung leiden, produzieren sie übermäßig stark Cortisol. Wenn Patienten chronische Schmerzen haben und länger als 5 Jahre darunter leiden, produzieren sie zu wenig Cortisol, insbesondere in Stresssituationen. Ein anderes Risiko ist die Dysregulation des autonomen Nervensystems und auch der veränderten Immunfunktion. Auf der anderen Seite sehen wir bestimmtes Krankheitsverhalten, wie zum Beispiel, wenn Menschen keinen Raum mehr finden für Erholung, ja, sich keine Zeit mehr dafür nehmen oder wenn die Ernährung zu fettreich ist, zu viel Alkohol zu sich genommen wird, wenn zu wenig an körperlicher Aktivität da ist und der Schlafrhythmus gestört ist. Und diese beiden Dinge zusammen, also einerseits die Verhaltensvariable und andererseits die biologische Variable, führen dann zu dem Risiko zu erkranken. So, und diese biologischen Risiken können sich dann zum Beispiel darin äußern, dass aufgrund der hier dargestellten, des hier dargestellten Krankheitsverhaltens und bestimmter genetischer Voraussetzungen sich eine Hypertonie entwickelt mit erhöhten Blutfetten, erhöhten Blutzucker, verstärkter Blutgerinnung, Anregung der Herztätigkeit, Anspannung der Muskulatur, Veränderung der Immunfunktion und einer verringerten Sauerstoffversorgung, was dann wieder die Entstehung von kardiovaskulären Erkrankungen ermöglicht. So, wir haben uns dann mal angeguckt, wie beruflicher Stress und koronare Herzerkrankungen miteinander einhergehen. Und Sie sehen also hier die verschiedensten Studien aufgelistet. Siegrist schon 1990, der also eine Präpostuntersuchung über 6,5 Jahre durchgeführt hat an 461 Arbeitern in Deutschland, von denen ein relatives Risiko von über 4 existierte für die Entstehung eines Myokardinfarktes. Oder hier Bosma, der eine Studie durchführte, über 5,3 Jahre die Angestellten im öffentlichen Dienst in England untersuchte und hier ein Risiko von über 2, also das heißt immer das Doppelte oder das Vierfache und so weiter, ist das Risiko für eine Angina pectoris fand. Oder die Untersuchung von Kiwi Meki, wo
812 Arbeiter untersucht wurden und der Frage nachgegangen wurde, wer durch eine Kardiomyopathie gestorben ist. Und ein Risiko von über 2 existierte. Das heißt also verschiedene Länder, verschiedene Berufsgruppen und verschiedene koronare Herzerkrankungen mit einem relativen Risiko von 2 bis 4, was also bedeutet, dass man das berufliche Stress das Risiko an einer Herzerkrankung zu leiden oder daran sogar zu versterben, zwischen dem 2- und dem 4-fachen ausmacht. Ja. Und das ist schon ein ganz beachtliches Ergebnis, dem man natürlich unbedingt nachgehen muss und gucken muss, was man jetzt sozusagen gegen den Stress tun kann. Das heißt, wir unterscheiden hier natürlich auch akuten mit chronischem Stress, von chronischem Stress und sehen, dass ein moderates Stresslevel eher gesundheitsfördernd ist. Ja, so wie es ja manchmal auch gesundheitsfördernd ist, wenn man mal einen Infekt hat, damit sozusagen die Fähigkeit des Immunsystems, sich gegen Bakterien zu wehren oder gegen Viren zu wehren, wieder aktiviert wird. Ne? Das dient dann eher der langfristigen gesunden Haltung. Ist aber der Stress chronisch geworden, dann kommt man in den kritischen Bereich und dann kann es zur Entstehung von Erkrankungen führen. So machen und gehen wir weiter in der Stressforschungstradition, dem allgemeinen Adaptationssyndrom von Cellier und dem Konzept der Reaktionsspezifität von Lacey und Lacey, folgten dann Forschungsrichtungen, die sich eher mit den Auslösern beschäftigten. Und hier wurden insbesondere von Holmes und Ray Life Events and Daily Hustles untersucht. Und geguckt, was diese Ereignisse mit Stress zu tun haben. Und hier sehen wir also erstaunlicherweise, dass der Tod des Ehepartners und die Heirat und die Scheidung ziemlich nah beieinander liegen. Ja, also die haben dann, diese beiden Thomas und Ray, haben dann so eine Liste gemacht mit über 100 Live-Events und haben das etlichen Menschen gegeben. Und die sollten also raten, wie stark stressbehaftet das ist. Und da sieht man also, dass hier doch Dinge, die ja doch von unserer Empfindung her sehr unterschiedlich sind, also es ist ja schon ein Unterschied, ob ich heirate, ja, oder mich scheiden lasse, doch zumindest ähnlichen Stress hervorrufen kann. Ja. So, oder Umzug haben, Schulden haben oder auch Weihnachten feiern, kann also den Stress doch ganz schön erhöhen im Menschen. Das heißt also, diese Live-Events sind einzelne und einschneidende Ereignisse. Sie können angenehm oder unangenehm sein, aber unabhängig davon, ob sie angenehm oder unangenehm sind, haben sie eine Gemeinsamkeit. Sie erfordern die Adaptation. Wir müssen eine Anpassungsleistung vollbringen. Ja? Und diese Anpassungsleistung ist offenbar das, was wir dann als den Stress empfinden. So ist zum Beispiel dieses Screening-Instrument, von dem ich eben sprach, das sogenannte Social Readjustment Rating Scale, so zu sehen, dass also der Tod des Ehepartners mit 100 bewertet wurde, die Scheidung mit 73, die Heirat mit 50, Schulden von $10,000 nur mit 18 und Weihnachten zu feiern mit 12. Ja, also das heißt, da können schon auch vielleicht hier in unserer Gruppe unterschiedliche Vorstellungen über Stress sein. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie haben jetzt mal kurz so ein $10,000 Schulden, könnte schon einen gewissen Stress für den einen oder anderen bedeuten, kann ich mir zumindest vorstellen. So, dagegen zu diesen kritischen Lebensereignissen oder Live-Events stehen die Daily Hustles, also der alltägliche Ärger. Und das sind eher die kleinen Belastungen. Nun ist das natürlich die Frage, warum die nun so stressig sind. Man könnte doch sagen, wieso habe ich nicht die Fähigkeit, einfach zu sagen, ey, mir geht's doch gut, ich bin gesund, ich habe ein tolles Studium, das macht mir Spaß, habe nur manchmal ein bisschen viel zu tun. Ja, wieso kann ich das nicht machen? Wieso komme ich so unter diesen Stress? Ja, so. Und die Frage ist natürlich nicht so zu lösen, indem man sich bestraft und sagt, nun hab dich mal nicht so oder sowas, sondern, ne, haben wir ja gelernt, Bestrafung erzeugt immer das Gegenteil, sondern eher zu gucken, warum ist denn das für eine Anspannung und welche Art von Anspannung? Und dann sieht man eben, dass diese vielen kleinen Ärger sich irgendwann summieren und dann sozusagen wie so ein riesiger Batzen so auf einem wirken und diese summierte Anspannung dann eben über die Normallage hinausgeht.
So, und dann gibt es natürlich auch die Situation, wenn die sich dann summieren, können die immer mehr werden, immer mehr werden. Und dann ist eben man sehr weit von der Entspannung entfernt und auch von der Normallage, sondern ist sozusagen unter Dauerbeschuss, ja, seiner eigenen Stresshormone, wenn man so will. Ja, so, also dagegen muss ja dann unbedingt was getan werden. So, was sind nun die Situationsmerkmale, die eine Stressreaktion wahrscheinlich machen? Es ist einmal das Ausmaß der Anpassungsleistung. Also wie viel muss ich tun, um mich an diese Situation anzupassen? Es ist auch die Häufigkeit, wie oft das auftritt. Und es ist die Bekanntheit, ja, oder die Neuheit. Muss ich mich jetzt das erste Mal da anpassen oder erkenne ich das schon? Ja, es ist die Vorhersagbarkeit. Konnte ich das vorhersehen oder kommt das völlig unerwartet? Es ist auch die Kontrollierbarkeit. Kann ich es kontrollieren? Oder habe ich das Gefühl, egal was ich tue, es läuft sowieso anders, als ich es möchte? Und es ist die Deutungsmöglichkeit, das heißt die Verstehbarkeit oder die Sinngebung. Also, und natürlich spielen auch Konflikte eine Rolle und wie persönlich wichtig das für mich ist, kann eine Stressreaktion von sehr, sehr unterschiedlichem Ausmaß charakterisieren. Und wenn Sie sich erinnern an das Seminar im letzten Semester, wo Sie den Film gesehen haben über die Entstehung eines Infarktes, wo zwei Männer miteinander verglichen wurden, können Sie sich daran noch erinnern? Ja, so, dann sehen Sie ein und dieselbe Situation, die sind in einem demselben Betrieb, in derselben Firma, haben eigentlich ähnliche Stressoren, aber gehen damit völlig unterschiedlich um und haben dementsprechend auch eine völlig unterschiedliche Gesundheit. Ja, so, das heißt also, wie man so schön sagt, die Entscheidung zur eigenen Zufriedenheit, zum eigenen Glück ist immer auch eine Entscheidung. Ja, ich muss zuallererst, muss ich mich fragen, möchtest du das? Möchtest du diesen Konflikt haben? Kann ich irgendwas tun, damit es mir jetzt gut tut? Ne? Und dann, wenn man erstmal da ist, ist man auch sehr schnell bereit zu hinterfragen, was hat mich jetzt eigentlich beschäftigt? Habe ich jetzt mich gerade über was geärgert, was lange vorbei ist? Oder habe ich jetzt gerade was befürchtet, was eventuell, vielleicht kommt? Oder auch nicht? Ja, ja, so, das heißt, dieses Leben im Hier und Jetzt, ja, kann manchmal schon den Stress derartig verringern, ja, weil viele Menschen immer wieder dazu tendieren, sozusagen in drei Zeitepochen zu leben, ja, und aber nur in einer Zeitepoche natürlich tätig werden können. Und das bedeutet also, zuallererst mache ich die Entscheidung, was will ich? Will ich glücklich sein? Will ich zufrieden sein? Okay, dann muss ich alles dafür tun, dass ich das jetzt bin. Ja. So, und das spielt natürlich damit eine Rolle, um dann zu sagen, das ist diese Stressreaktion, die für mich stressig ist oder die für mich nicht stressig ist. Ja. So, eine weitere Forschungstradition ist dann natürlich nach all dem, was jetzt war, der Umgang mit dem Stress. Ne? Da steht vor allen Dingen Lazarus 1966, der so die ersten Konzepte zur Stressbewertung und Bewältigung gebracht hat und der auch dieses Gesetz, das Jörg-Stotzen-Gesetz charakterisiert hat, wenn man also zum Beispiel davon ausgeht, hier ist die Leistung, da ist die Anspannung und wir sehen, dass eine niedrige Anspannung und eine übermäßige Anspannung mit einer schlechten Leistung korreliert. Wir sehen aber, dass eine mittlere Anspannung mit einer guten Leistung korreliert. So, das heißt also, wir haben hier die sogenannte U-Funktion des Jörg-Stotzen-Gesetz. Um es nochmal zu sagen, Jörg-Stotzen-Gesetz bedeutet mittlere Anspannung, gute Leistung. Na? Wenn ich also merke, schon in der Prüfungsvorbereitung, ich habe eine zu hohe Anspannung, dann muss ich also irgendetwas tun von all dem, was wir heute schon besprochen haben, um aus dieser Anspannung rauszukommen. Ja? Etwas, was mir gut tut und was mir dann gestattet, mich auch auf eine gute Art und Weise auf meine Aufgaben konzentrieren zu können. Und in diesem Sinne ist auch dieses Zitat von Epiktet zu verstehen, der sagt, es sind nicht die Dinge oder die Ereignisse, die uns beunruhigen, sondern die Einstellungen und die Meinung, die wir zu den Dingen haben. Und aufgrund dieser Annahme ist das transaktionale Stressmodell von Lazarus und Mitarbeitern entstanden. Da habe ich Ihnen mal einen Film mitgebracht, den ich Ihnen gerne zeigen möchte.
So, also kurze Einlage. So, das heißt also, das, was Lazarus empfiehlt, ist, bevor ich einfach sage, ich bin gestresst, ja, empfiehlt er zwei Fragen zu stellen, die sich auf die Bewertung und die Bewältigung auswirken. Ja, zum Beispiel, was bedeutet die Situation für mein Wohlbefinden? Klar, wenn man mir in einem fremden Land das Geld stiehlt, dann hat das mit Wohlbefinden nicht mehr so viel zu tun. Also dann muss ich irgendwas tun, um sozusagen aus der Situation wieder rauszukommen. Ist die Situation für mein Wohlbefinden irrelevant oder ist sie positiv, ist sie günstig? Dann wäre es kein Stress. Ist es nicht irrelevant, ist es nicht positiv oder günstig, dann ist es stressrelevant. Das heißt, es könnte sich als Bedrohung erweisen, es könnte sich als Schaden oder als Verlust erweisen. Es kann aber auch sich als Herausforderung erweisen. Ja? Es ist eine Chance. Es könnte eine Chance sein. Die sekundäre Bewertung ist eher die Frage, welche Hilfsmittel stehen mir zur Verfügung? Habe ich zum Beispiel soziale Ressourcen, Freunde, die mich unterstützen können? Ja? Dass man zusammen arbeiten kann. Materielle Ressourcen, ja, habe ich vielleicht Geld, um gute Bücher zu kaufen? Oder persönliche Ressourcen, was für ein Selbstvertrauen habe ich? Weiß ich, dass ich eine gute Intelligenz habe, dass ich über eine gute Intelligenz verfüge? Darf ich mir das sagen? Ja, darf ich mir das glauben? Ne? Um daraus das Vertrauen zu ziehen, dass ich schaffe. Und schon ändert sich das Stresspotenzial, nachdem man sich die Ressourcen ansieht, die man hat. Und man fängt an mit der Neubewertung. Und diese Neubewertung bedeutet im Einzelnen, Strategien zu finden, wie ich mit einer Situation umgehen kann, wie ich sie wirklich bewältigen kann. Gehe ich zum Beispiel problemorientiert vor, das heißt also, versuche ich, das Problem an sich zu lösen. Ja? Oder gehe ich emotionsorientiert vor, das heißt, ich verstehe, dass dieses Problem mir Angst macht, also muss ich irgendwas gegen meine Angst tun, ja, mit den verschiedensten Möglichkeiten. Entweder ich spreche über meine Angst und relativiere sie und sehe, dass es vielen anderen Menschen auch so geht, dass das ein völlig normales oder folgerichtige Konsequenz aus der Situation ist, dass man es aber trotzdem bewältigen kann. Ja, und Sie wissen ja selber, manchmal ist es ja schon so, dass wenn man über ein Problem gesprochen hat, dann ist es schon nicht mehr so schwer, ja, obwohl sich eigentlich an dem Problem nicht viel geändert hat. Aber die soziale Unterstützung von anderen zu haben, hat schon oftmals den positiven Effekt, dass man eben das Problem nicht nur alleine trägt und damit sich schon wesentlich leichter fühlt. Oder gehe ich sozial orientiert vor, das heißt also, kann ich andere um Hilfe bitten, kann ich andere einbeziehen? Oder gehe ich bedeutungsorientiert vor und sage, ich kann dem einen Sinn verleihen. Ja? Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Patientin, die hatte eine Erkrankung entwickelt, die nennt sich systemischer Lupus erythematodes. Ich hatte da schon mal in den ersten Vorlesungen kurz drüber gesprochen. Das ist also eine entzündlich-rheumatische Erkrankung des Bindegewebes. Und diese Patientin war Lehrerin von Beruf, hatte 3 Kinder und hatte Zeit ihrer Tätigkeit als Lehrer immer dieses schlechte Gewissen, dass sie eigentlich zu wenig tut für Dinge, die ihr im Inneren wirklich wichtig sind, weil die passten einfach nicht, wie sie sagt, in diese Leistungsgesellschaft. Aber für sie selbst war es wichtig, diesen Dingen Zeit zu geben. Ja, dazu gehörte zum Beispiel zu schreiben, künstlerisches Schreiben. Dazu gehörte auch, sehr musisch, an ihrem Instrument zu spielen, die spielte Cello. So, und dazu war keine Zeit, sie war also voll einbezogen in dieses ganze Arbeiten, Familie und so weiter, und all diese Probleme, die damit zusammenhängen. Nun kam die Krankheit, sie verlor sehr schnell ihre Arbeitsfähigkeit, die Kinder wurden auch größer. Und sie brauchte lange Zeit,
um das zu verkraften, dass sie aufgrund dieser Erkrankung nicht mehr in der Lage war, in ihrem Beruf arbeiten zu können. Sie war, wie man so schön sagt, mit Leib und Seele Lehrerin. Und dann nach einiger Zeit kam sie und erzählte uns, dass sie jetzt verstanden hat, dass manchmal schwierige Lebenssituationen auch ihren Sinn haben können, weil sie plötzlich Zeit hat für etwas, was sie sich immer gewünscht hat, sich aber nie genommen hat. Und in dem Moment passierte eine Neubewertung. Ja? Und diese Neubewertung hatte für diese Patientin massive Konsequenzen, weil in dem Moment konnte sie sich mit ihrem Leben wieder neu anfreunden. Ja? Sie konnte das wieder akzeptieren. Und wir sehen oft, auch wenn wir es noch nicht im Einzelnen erklären können, warum, wenn dieser Prozess passiert, dann wirken auch die Medikamente besser und dann wird der Krankheitsverlauf leichter. Ja, und so war das auch in dem Fall. Und sie sagte dann diesen schönen Satz, wer gegen die Krankheit kämpft, wird die Krankheit zum Feind haben. Wer die Krankheit akzeptiert und sie in seinem Leben einbettet, wird wieder leben. Und damit hat sie recht, beiden. Ja. So, das heißt also, problemorientierte Bewältigung wäre in dem Moment Informationssuche, Problemlösung, Interaktionsveränderungen, Zeitmanagement, Lebensstiländerung. Ja? Wenn Sie sich erinnern, als ich von dem Buch berichtet habe, das von einem Journalisten geschrieben wurde, um herauszufinden, wie die Menschen, die an einer schweren Krebserkrankung erkrankt sind, eigentlich als unheilbar galten, und eigentlich auch in Fauste Prognose hatten, trotzdem überlebten, hat er genau hier dieses problemorientierte Vorgehen beschrieben. Ja? Da waren Menschen, die berichtet haben in diesem Buch, dass sie etwas verändert haben in ihrem Leben, was ihnen im Zustand der Gesundheit gefehlt hat. Ja? Da war zum Beispiel eine Journalistin, die für die New York Times arbeitete und die immer den Wunsch hatte, mal in Italien zu leben und dort einen Garten herzurichten. Ja? Gut, das muss nicht unbedingt unser Wunsch sein, aber für diese Frau war das eben ihr primärer Wunsch, den sie sich aufgrund ihrer journalistischen Tätigkeit keinesfalls erfüllen konnte. In dem Moment, wo ihr also gesagt wurde, sie sind austherapiert, schreckliches Wort, wir können nichts mehr für sie tun, entschied sie sich mit ihrem Mann, den Beruf dann eben halt an den Nagel zu hängen und nach Italien zu ziehen. Und da traf sie dieser Journalist, der über diese Patienten geschrieben hat. Und es war schon 5 Jahre, seit sie schon tot sein sollte. Ja? So, oder er traf einen Mann, einen älteren Mann, der Farmer war in Kansas. Und der wollte mit ihm gar nicht reden. Da sagte sie ihm, ich habe schon den Ärzten gesagt, die haben sich geirrt. Die haben sich einfach geirrt. Ich lebe hier, ich arbeite hier, ich habe hier meine Tiere und das ist das Einzige, was zählt. Ja, so. Das heißt also, es gibt, wenn es um problemorientierte Lösungen geht, oftmals ziemlich starke Veränderungen. Ob es nun die Veränderung ist, dass man sich gegen eine bestimmte Regel wehrt, ja, wie dieser ältere Mensch, oder ob es so eine krassen Lebensstilveränderungen sind, dass einer sogar auf einen anderen Kontinent zieht, ja, und versucht, dort noch mal ein völlig anderes Leben zu leben. Ja, so, und diese Lebensstilveränderungen können manchmal tatsächlich solche wunderbaren Ergebnisse haben. So, emotionsbezogene Bewältigung, ja, das bedeutet also Relativierung durch den sozialen Vergleich, das bedeutet auch neue Sinnfindung, ja, das bedeutet zugleich auch Ablenkung von dem Problem oder auch Verleugnung von der Schwierigkeit des eigentlichen Problems. Ja, das kann auch ein direkter Gefühlsausdruck sein, ja, indem man ganz klar sagt, das stört mich, das will ich jetzt nicht mehr. Oder ich will jetzt hier wirklich, dass der und der darüber Bescheid weiß, dass mich das stört. Das ist mir wichtig, auch wenn sich an der Situation nichts ändert. Ja. Und schon kann durch den Ausdruck des Gefühls eine bestimmte Emotion, die vielleicht eine Gekränktheit ist, weil man abgelehnt wurde oder weil man falsch beurteilt wurde oder weil irgendjemand eine Intrige versucht hat, gegen einen zu spinnen, kann in dem Moment die Lösung sein, auch wenn im ersten Moment es gar nicht um diese Emotion zu gehen schien.
es eher darum zu gehen schien, wie schaffe ich jetzt, mich auf die und die Prüfung vorzubereiten. Aber davor zu blocken, kann manchmal den Hintergrund haben, dass bestimmte Emotionen uns blocken, die wir wirklich zum Ausdruck bringen müssen und es aussprechen müssen, um das Problem zu lösen. So, das soll meine Take-Home-Message sein von Albert Einstein. The significant problem we have cannot be solved at the same level of thinking with which we created them. Und das ist genau der Punkt, ja? Dass wir wissen, in dem Moment, wo wir sozusagen die Lösung außerhalb des Problems finden, sind wir auf dem richtigen Weg, weil es ist ganz selten, dass die Ursache-Wirkung so eine direktionale Beziehung hat. Und das ist genau die Stressbewältigung. Ja, zu gucken, wenn ich mit dem und dem Punkt Schwierigkeit habe, was spielt noch alles eine Rolle? Ja, Sie können zum Beispiel das Sorgschema dabei verwenden und können das mal auflisten. Und Sie werden erstaunt sein, welche Faktoren noch alles eine Rolle spielen. Und wenn Sie dann eine Rangliste machen, kann es durchaus sein, dass es mal eine emotionsbezogene Problemlösung ist, mal eine wirklich problemorientierte Lösung ist, dass es manchmal auch einfach nur wichtig ist, die Bedingungen, in denen man jetzt sich gerade befindet, zu verlassen und zu seinen Freunden zu gehen für ein Wochenende, um einfach aufzutanken, ja, und wieder seine Ressourcen zu aktivieren. Ne? So, okay, dann zu unserer Prüfungsfrage. Eine Person leidet unter Stress, der auch eine stark erhöhte Cortisolsekretion der Nebennierenrinde bewirkt. Welche Veränderung ist bei dieser Person durch die stark erhöhte Cortisolfreisetzung am wahrscheinlichsten zu erwarten? A. Abnahme der Glukosekonzentration im Blutplasma, Abnahme des Blutdrucks, Erhöhung der Skelettmuskelproteinsynthese, Veränderung der Immunfunktion, Verbesserung der Gedächtnisleistung. Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Wer ist für D? Und wer ist für E? Wunderbar, sehr gut. Sehr gut. D ist natürlich richtig. Aha. So, Stefan, Student im sechsten Semester, leitet ein Tutorium für Erstsemester. Auf Prüfung angesprochen, sagt er, etwas Lampenfieber muss schon sein, um gute Leistung zu bringen. Zu viel Anspannung und Angst sollte vermieden werden. Welche Bezeichnung trifft für den von Stefan geschilderten psychophysiologischen Zusammenhang zwischen Aktivation und Leistung am besten zu? A. Der Horson-Effekt, B. Locus of Control, C. Primack Prinzip, D. Stressmodell von Henry und E. Jörg Stotzenregel. Wer ist für A, B, C, D, E? Ja, genau. Wunderbar. Damit sind wir für heute am Ende. Ich habe Ihnen noch ein bisschen was zum Selbststudium aufgeschrieben und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.